Kooperation zwischen der KAB und Adveniat. Wie sieht die aus? Die sieht so aus, dass wir gemeinsame inhaltliche Anliegen haben. Wir wollen, dass die Menschen in Würde leben können und dass sie die Frage der Arbeit einen Sinn stiftet und dass wir die Punkte anschauen, wo Arbeit gestaltet wird, von wem auch immer, und dass wir mächtig auftreten und die Stimme der Armen in der südlichen Hemisphäre in den Diskurs, den die KAB in Deutschland massiv und weltweit massiv inhaltlich füllt und führt, einbringen können. Wie sieht die Kooperation genau aus? Wir arbeiten momentan in einem Jahresthema bei Adveniat zum Thema faire Arbeit würde helfen. Und da passt das, der Leitantrag der KAB, jetzt des Bundesverbandstages, Arbeit macht Sinn, hervorragend zusammen. Wir arbeiten auf Projektebene zusammen, sodass Projekte für faire Arbeit in Lateinamerika unterstützt werden. Wir arbeiten politisch, lobbyarbeitsmäßig zusammen. Und wir versuchen natürlich auch Menschen zu mobilisieren, ihren Zehnt zu geben, wenn man es so sagen möge, solidarisch zu sein und nicht nur über Solidarität zu sprechen. Die KAB hat ja mit dem Leitantrag Arbeit, Macht und Sinn auch eine Strukturfrage bzw. eine Machtfrage gestellt. Wie wirkt sich das aus, auch auf diese internationale Arbeit, und wie wichtig ist die vor allen Dingen? Wenn man anschaut, wie Arbeit und Wirtschaft momentan weltweit funktioniert, dann merken wir, dass wir nicht über unsere Verhältnisse, sondern über die Verhältnisse anderer leben. Und dass die Ideologie, dass immer mehr Wirtschaften und immer mehr Wachstum zu Wohlstand für alle führt, in die Sackgasse führt. Und deswegen brauchen wir die Systemfrage gestellt. Die KAB stellt in ihrem Leitantrag die Systemfrage sehr reflektiert. Und wir können aus dieser Reflexion sehr profiliert, glaube ich, politisches Arbeiten gestalten. Und das hilft uns als Adveniat sehr, von daher nutzen wir das, was die KAB aufarbeitet, sehr gut und bringen die Stimme der Menschen, die sonst nicht zu Wort kommen in unseren Diskursen aus Lateinamerika, ein.